Ja, ist ja gut. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir stehen vor dem Café Theatre und machen die Hauptmission. Arnaud wurde zum Verwalter des Café Theatre ernannt, eines alten Spionagenests der Assassinen. Erkundet das Gebäude, kann man vielleicht auch sagen. Wie man es verbessern kann. Okay, spielen wir. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur St. Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte auch schon nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Also irgendwo erkenne ich dieses Prinzip, ja. Ha ha ha. Hashtag Assassin's Creed 2, wa? Okay, ich muss dahinter gehen. Mal schauen, in welche Bereiche wir den anderen noch so expandieren können. Exportieren. Expandieren können. Ah, da ist die Truhe. Einkommen verfügbar 20 von 80. F, ja, nehmen wir mal mit. Na, kann ja nicht schaden. Haben wir jetzt 20 Dinger da mehr. Sie beziehen Einkommen durch die Kunden, ja. So, da ist ein Brief. Was ist das da für ein Assassinen-Ding? Gehen wir mal zu dem Brief. Vielleicht gibt's ja ein kurzes Briefing. Oho. Wo ist denn der? Ach, da oben. Oder ist er das? Ne, da, das ist er. Der ist trotzdem oben. Okay, schauen wir gleich hin. Was ist das da? Ach so, nee, das soll bloß den Eingang zum Café Theatre anzeigen. Okay. Jetzt wäre bloß die Frage, wie wir da hochkommen. Da ist eine Treppe. Und Treppen, die nach oben führen, führen meistens nach oben. Bombastische Aussage. Arnauds Zimmer, oh. Mein eigenes Zimmer. Was haben wir denn hier? Briefe von Elise. Brief lesen. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit, wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne... Nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht, jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du.
Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Ja, alle Bücher waren auf Deutsch. Mich würde interessieren, was da in der Originalfassung steht. In welcher Sprache die ganzen Bücher waren. Das würde mich jetzt echt interessieren. Okay. Und ihren Vater nie überreden, mich nach Paris mitzunehmen. Ja. Das konntest du nicht. Holla! Was haben wir denn hier? Das ist ja interessant. Schön. Hey, wer schießt da? Okay. Müsste jetzt aber immer ganz... Was ist das denn hier? Nach Versailles reisen? Nee. Ich muss jetzt mal ganz schnell gucken, wo hab ich... Wo kann ich hier das denn, da hinten? Wie ich das upgraden kann hier. Den ganzen Scheiß. Nee, nach rechts geht's nicht. Nach links muss ich. Clubsaal. Willkommen im Assassinen-Clubhaus, Monsieur. Ich nehme an, dieses Haus ist nicht für die Öffentlichkeit. So ist es. Dies ist ein privater Club für unsere Assassinen-Brüder und Schwestern. Interessant. Es gibt hier also direkt zwei Geheimgesellschaften. Einige Missionen sind für einen einzelnen Assassinen nicht zu schaffen. In solchen Fällen arbeiten viele gerne stets mit denselben Leuten. Man entwickelt so Gefühl für Stärken und Schwächen der anderen und weiß, wie ein jeder bei Gefahr reagiert. In einem Club sind solche Gruppen einfacher zu organisieren. Das ist wohl besser, als einfach den Nächstbesten zu nehmen, der frei ist. Ganz recht. Aha, vielleicht muss man sich hier ja dann bei den Koop-Missionen irgendwie treffen oder so. Das ist der Club, ja, geh weg da! Club erstellen oder beitreten, was bedeutet... Ein Clubmitglied können sie neue Belohnungen verdienen, indem sie Clubziele erledigen. Clubherrscher können sich mit anderen Clubs messen, wenn sie einen Club erstellen. Okay, erstellen wir einfach mal einen. Ein Club erstellen. Clubname. Nein. The Raptors. Club Tag. Ein Tag. Wie viele Buchstaben kann der haben? 4. Oh Gott, das Win. Machen wir einfach Wrapped. Deutschland, meist genutzte soziale Aktivitäten, Koop, Überfälle, Club, aktive Erkundung. Als Präfix, wenn Fokus ihres Clubs häufig Abschlüsse kommt, Koop. Ich habe keinen zum Koop spielen, das ist das Problem. Keiner, den ich kenne, spielt Assassin's Creed am PC. Und ich habe noch keine PS4, ne? Sonst hätte ich mir das für PS4 vielleicht geholt. Überfälle, Clubaktivität, ich gehe eher auf Clubaktivität, oder? Clubs häufig mit anderen Spielern die Stadt Paris zu erkunden. Ich gehe eher auf... ja. Ne, macht mehr Erkundungen. Spaß, Vollendung, Immersion, Wettstreit. Vollendung, wenn sie mit ihrem Club alle Missionen abschließen möchten. Das ist ein wahre Assassin. Wettstreit, wenn ihr Fokus des wöchentlichen Club-Wettstreit liegt. Spaß mit anderen Spielern spielen wollen. Boah, Leute, das ist... Ich mache jetzt einfach mal hier Spaß. So, erstellen wir mal den Club. Ja? Warum geht das jetzt nicht? Raptors. Wrapped.
Ach so, ich musste den dann noch speichern. Ach so, okay. Erstellung. Bitte beachten Sie, dass sich Ubisoft das Recht verleiht, Ihren Club auch noch nach der Erstellung umzubinden und zu löschen. Sollte der Name das beleidigend. Ja, das ist nicht beleidigend oder auch nicht und auch nicht unangemessen. Ihr Club wurde erstellt. Sie können jetzt können Sie Spieler in Ihren Club einladen. Okay. Gut, wie gesagt, ich kenne keinen, der das spielt. Und deshalb tut es mir leid. Aber jetzt haben wir wenigstens mal auch einen erstellt, irgendwie. Ich bin aber immer noch nicht da, wo ich hin wollte. Ich wollte eigentlich dieses blöde Ding hier aufrüsten. Na? Der Café-Theater. Vielleicht muss ich da mit ihr da hinten reden. Mal schauen. Auto da Fee. Die Hebertisten verbrennen seltene religiöse Manuskripte, von denen einige Assassinengeheimnisse enthalten. Uiuiuiui. Sie müssen vor der Zerstörung gerettet werden. Was ist das da rechts? Also bei den Belohnungen 500F und... vielleicht irgendwie ein Upgrade oder so? Okay. Machen wir einfach. Royalistische Fanatiker genannt, Lesac des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Okay. Mit dem Kontakt sprechen. Wo in... Ach du Scheiße, 600 Meter. Leute. Na. Dann machen wir doch eine Schnellreise. Das haben wir doch nicht nötig, da zu laufen. Wa? Das können wir auch per Schnellreise. Gut, manchmal hat man den Eindruck, die Schnellreise, das würde noch länger dauern, aber ich glaube, das ist nicht so. Ach Gott, schon wieder der hier. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier jetzt schon in diesen Heuhaufen runtergesprungen bin. Sperrgebiet betreten. So, auch da. Und jetzt runter da. Huch, nee, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich da raus. Und dann zu unserem Kontaktmann. Na, dürfte ich mal hier. Dankeschön. Jetzt da links. Hoppala. Was machen die denn hier? Aufstand, ne? Würde ich mal sagen. Ja, dürfte ich mal hier durch, bitte? Da hinten ist der Typ. Ne, wo ist er? Da ist er. Ach, da. Ach, sie ist es. Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Mit dem Kontakt sprechen. Wie viele Kontakten sollen wir hier denn sprechen? Wir haben hier mehr Kontakte als... Ach so. Das stört den Typen überhaupt nicht. Dass wir sogar jetzt gerade das Buch geklaut haben. So. Kommt mal her. So, na komm drauf! Abwehren und Gegenangriff starten. So, jetzt aber schnell hier. Nein, nicht den looten! Na ja, gut, okay, loot den auch. Aber den wollte ich nicht looten. Na? Alter, was der so lange braucht, so einen Bug aufzuheben. Ne? Das ist auch schon der Hammer. So. Wir haben die Manuskripte beschafft. Wir pissen uns wieder. So, ich hab dabei noch schnell dieses nassen Ereignis erfüllt. Und jetzt haben wir 9 von 10 abgeschlossen.
Und wir werden raus aus dem Gebiet. Wir haben 500 Dinger bekommen und dieses eine Ding da. So, fortfahren. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Dieses Upgrade, nicht Upgrade, dieses... Ja gut, es hat schon irgendwie ausgeschaut wie ein Upgrade. Da vorne wäre meine Schnellreise schön. Ah. Ich weiß jetzt, ob wir dahin eine Schnellreise machen oder eine Schnellreise nach Versailles. Ich hoffe dahin. Weil irgendwie nach Versailles wollte ich jetzt nicht. Leute. Also bei den anderen Spielen ging es auf jeden Fall schneller mit der Schnellreise. Das bleibt festzuhalten. Wir sind in Versailles. Ja, bitte einmal nach Paris reisen. Scheiße! Toll! Super! Ganz klasse! Sind auf einmal in Versailles. Aber wer will denn nach Versailles? Die hätten mal einen Schnellreisepunkt vor das Café Théâtre da setzen müssen. Das wäre sinnvoll gewesen. Weil da muss man ja oft hin. Wenn das so die Zentrale ist. Für die Assassinen. Aber doch nicht dahin. Aufs andere Ende des Gebiets. Ne? Ich hab da ein bisschen blöd gesetzt. So. Oh. Das ist leicht gefüllt hier. Da unten ist irgendwas. Was war das denn jetzt nochmal? War das. Ist das dieser Club? Dort unten? Also wird damit dieser Club repräsentiert? Angezeigt oder sonst was? Ja, anscheinend. Gibt's hier irgendwas, wo man interagieren kann? Ja, das ist das hier. Naja. Und was ist das hier? Clubwettstreit. Was bedeutet Clubmittel der Woche? Ja, ist ja gut. Da ich leider bloß einer bin, werde ich diese Clubwettstreit wahrscheinlich nie gewinnen. Und deshalb werde ich ihn auch nicht machen. Zumindest jetzt nicht. Vielleicht später irgendwann mal. Ich würde aber echt interessieren, wie ich das hier upgraden kann alles. Finde ich da vielleicht... Nee, hier bestimmt nicht. Finde ich da im Menü irgendwas. In der Datenbank. Tutorials? Nee, Training brauche ich nicht. Tutorial, klar, ausrüsten. Fraktion, was er hat, nee. E-Handbuch, französische Revolution. Anliegen, Schleichfähigkeit, Körper, und Hand. Und ihr schafft Verbindung, geteilt die Erfahrung. Nein. Anscheinend gibt's da aber nichts für das Café Théâtre. Tut mir leid. Bei Training ist das auch nicht. Nee, das ist auch hier auch nicht. Fallakten, Enzyklopädie, Mensch, Orte. Das Café Théâtre ist hier drin. Hier. Ha. Das Café Théâtre, ja. Es war eins der zentralen Anlaufstellen der Spionage. Ich kann Worte vergessen. Ja, das ist eher die Geschichte, oder? Ach du Scheiße. Ja, das ist eher die Geschichte hier von dem ganzen Scheiß, Ach, Scheiße. Wie kann ich das denn... upgraden? Alle Bürger dürfen ich würde hier irgendwie gerne mal... Da vorne ist auf jeden Fall irgendwas. Irgend so ein Trophäending. Vielleicht. Das ist wahrscheinlich in meinem Zimmer drin. Nein! Na, fix! Ja, einfach mal loslassen, ne? Nein. So, hier ist, sind irgendwo Trophäen. Wo waren das? Ach, da oben wahrscheinlich, oder?
Nee, da oben ist nix. Ist das unter... Nein, das ist unter mir. Okay, aber was kann ich hier machen? Kammer der Andenken. 18%. Was ist das hier? Ausrüstungsstatue. Level der Statue 2. Okay. Dann gehe ich mal ein Stockwerk runter. Dort hinten. Hoppala. Boah, das ist teilweise echt doch scheiße mit der Kamerasteuerung. Wenn man da so läuft. Bonjour. Bonjour. Das ist da hinten alles, was ich wollte. Da kann ja nicht sein, dass ich hier nicht schaffe, dieses Ding da aufzumöbeln. Bonjour, Monsieur. Habt ihr gut geschlafen? Zustandsbericht. Ah! Es gab Ruhe nahe des da ist er. Der Zustandsbericht. Ist nichts mehr. Erdgeschoss, Hallenfassaden, obere erfordert vorherige Renovierung. Okay. Für 100? Ja, komm, für 100. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum unter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Okay. Machen wir? Nein. Ach Gott, ich dachte, jetzt kommt nichts mehr. Darum habe ich B gedrückt, aber... Okay, Hallen. Die Hallen können wir renovieren. Ja, komm, für 250, wenn die dann noch mehr reinbringen. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Aber ich glaube, das... lassen wir jetzt erstmal. Das ist gerade 15.000 am Ende. Holla, die wollte viel. Nein, nein, nicht renovieren, verdammt. Gut geschlafen. Wo waren jetzt... Ach du Scheiße, wo war denn diese... Wo waren denn diese Räume? Also der eine war da hinten. Der andere war, glaube ich, bei der Küche, wa? Kann ich irgendwas anklicken? Ah. Gericht zur Rekrutierung von La Moselle La Mobin. Was war das denn jetzt? Sie haben ja zusätzliches Einkommen. Oh, da hinten ist eine Truhe. Okay. Achso. Da hinten ist eine Truhe. Boah. Also. Das, was war das denn jetzt? Da hinten ist eine Truhe. Da ist halt eine Truhe. Da wird auch der ganze Scheiß gesammelt. So, hier war, glaube ich, noch irgendein Raum. Ja. Meine Cousine ist gerade aus Saint-Domain. So, was ist das hier? Sie sagt, die Revolution. Tagebuch von Thomas Dicolo. So, 12. Oktober 1307. Da haben wir doch dieses Vording gespielt. Es ist vollbracht, alles ist vorbereitet und es gibt nichts weiteres zu tun, als auf den Morgen zu warten. Mentor Guillermont, den Notarge. Keine Ahnung, ob man das jetzt so ausspricht, hat den König gefügig gemacht. Und seit Benedikt in Perugia starb, steht auch Rom auf unserer Seite. Und doch ist mein Herz erfüllt von plötzlichen Bedenken. Dante und Domenico versicherten mir, dass dies ein sicherer Sieg wäre und dass wir sie mit Stumpf und Stiel ausmerzen würden. Doch ich zweifle. Wenn wir die öffentliche Fassade der Templer zerstören, treiben wir sie damit nicht nur in die Schatten? Vor 50 Jahren dachten die Templer schließlich ebenfalls, sie hätten uns vernichtet. Aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu verschwinden, hat sich als unsere größte Stärke in diesem endlosen Krieg erwiesen. Und nun wollen wir unseren Feinden denselben Vorteil verschaffen? Das ist die Frage. Oh Gott, nee, das lese ich jetzt nicht vor. Nee, Freunde, kann ich vergessen. Ich lasse es jetzt mal langsam durchscrollen. Also wenn ihr da das lesen wollt, dann... Ich sollte vielleicht von oben nach unten durchscrollen lassen. Dann könnt ihr ja auf Stopp drücken. Aber ich werde das nicht machen. Zumindest nicht jetzt im Let's Play. So, das war's. So. Wir haben eine weitere Mission freigeschaltet hier im Theater. Im Café. Die wollen wir uns doch gleich mal anschauen.
Die wollen wir uns doch gleich mal anschauen. Bekannte Wissenschaftler wie Monsieur Laplace. Laplace? Die Bibliothek lieber als auf dem Scheiterhaufen. Laplace, kennt ihr Laplace-Experiment, ne? Aus Mathe? Einer unserer Informanten könnte aufgeflogen sein. Sie gibt sich als Küchenmagd an der Porte Saint-Denis aus. Verfolgt die Gastwirte, findet heraus, ob sie verdächtigen und holt sie raus, falls sie in Gefahr ist. Okay, machen wir. Wo ist denn das? Ach du Scheiße, 900 Meter da hinten. Da hinten. Na, dann machen wir erstmal eine Schnellreise. Würde ich behaupten. Oh ja, die Folge ist schon wieder ein bisschen lang. Fällt mir jetzt gerade so auf. Naja, aber diese Mission machen wir noch. Die machen wir noch. So. Runter mit dir. Und dann... Spieler was? Da ist eine Truhe. Hey! Wie haben die mich denn jetzt gesehen? Hä? Wo sind die denn? Die sind da drin. Die sind da drinnen. Was ist in meinem Kopf? Der gehört doch nicht dir. Der Kopf gehört mir. Wie kommt er denn jetzt auf die Idee, dass ich auf einmal sein Eigentum wäre? So, weißt du, wie viel haben wir da? 500! Ja, yeah, das hat sich gelohnt. So. So. Den Zivilisten, nee, den beschützen wir jetzt mal nicht. Ich will jetzt nämlich kein Aufsehen erregen. Verstecken. So, gehen wir da rein. Na, was gibt es so Wichtiges, Sommer? Diese verfluchte Küchenmagd. Claude sah, wie sie einen Zettel unter einem losen Stein versteckte. Ich wusste nicht mal, dass die Schlampe lesen kann. Na und? Sie schreibt sicher bloß ihren Freunden aus der Gosse. Dachte ich auch zuerst. Doch dann habe ich die Nachricht gelesen. Sie wusste von Renner. Sie kannte Einzelheiten unseres Plans. Sie ist eine Spionin. Ha! Was hat man nun davon, dass man Kriegsweisen aufnimmt? Was sollen wir tun? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Solange ich mich nicht um dich kümmere. So, und jetzt aber mal schnell. Oh. Leute, geht mal da raus. Hey, ich wurde beklaut. Ich hab jemand muss ihn aufhalten, das etwas zu tun. Woher weiß er denn jetzt, dass wir ihn holen wollen? So, was hat denn der dabei? Na, nee, nicht mal looten können wir den. Da hinten. Nicht mal looten können wir. Ach, da ist zu. Da ist zu. Dann gehen wir halt darüber. Nein, da. Rechts. Um Gottes Willen nicht. Warum einfach, wenn es umständlich geht? Und da ist. Ne, da ist nicht zu. Gut. Dacht schon. So, dadurch. Wir kommen durchs Fenster. Hoppala. Müssen wir da hoch? Komm her! Ich zerquetsche dich wie eine Kartoffel! Halt! Ja, du Bürger! Machen wir sie platt! Boah, das war knapp. Mit so viel. Wow. Mit so viel Bewachung habe ich jetzt nicht gerechnet. Ehrlich gesagt. Ja, ist ja gut. So. Dann hätten wir die hier befreit.
und wir verpissen uns mal. Alles in Ordnung, mein Freund? Ja, ist sehr gut alles. So, dann fliegen wir hier mal raus. Zivilisten beschützen. Du machst hier nichts mehr, mein Freund. Bitteschön. Ist der noch nicht tot? Doch. 10 von 10 Massenereignissen beendet. Ein maßgeschneiderter Leinen. Nee, was? Leinenumhang? Leinenumhang? Ich hab's nicht genau lesen können. Nee. Lauerer Umhang. Okay, interessant. Was ist das? Charakteranpassung. Ausrüstung. Ausstattung. Das dürfte Brust sein, hm? Maßgeschneiderter Mittel. Maßgeschneiderter. Alter, lauerer Umhang. Wie schaut's bei dem aus? Gesundheit. So viel und. Ach, den kann ich jetzt kaufen. Nee. Lungerer. Wir haben doch jetzt gerade Lauerer, oder haben wir Lungerer gehabt? Habe ich mich einfach bloß krass verlesen. Okay, naja, gut, okay, den müssten wir dann kaufen, naja. Haben wir jetzt auch nichts zu verschenken. Phantommantel. Ja, ich will schon irgendwann einen anderen Mantel, weil so geil finde ich den jetzt hier nicht. Na? Also, von daher. Aber wir machen jetzt erstmal Schluss hier an dieser Stelle von Assassin's Creed Unity. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.